Okay, also, Frischhans Werk. Sendung ohne Namen, Folge 87. Thema? Erfindung des iPods und seine Auswirkung auf die Popkultur. Na, ist zu pauschal. Vielleicht die österreichische Popkultur. Na, ich weiß nicht. Ist zu langweilig. Was anderes. 100 lustige Sachen, die man bei Schwerelosigkeit machen kann. Na, ist zu banal. Vielleicht, ja. Österreichs EU-Ratspräsidentschaft und ihre Auswirkung auf das Wählerverhalten. Ist auch Käse. Was will man denn dazu schon sagen, außer dass es Auswirkungen hat? Außerdem Politik. Das ist banal und langweilig. Ach, ja. Ich möchte mal wissen, was jetzt los ist. Schreibblockade oder was? Mist, Zigaretten sind auch keine mehr da. Ich hasse den Winter. Und die damit einhergehende Antriebslosigkeit. Das ist übrigens keine Einbildung. Bei weniger Tageslicht verringert sich im Körper die Melatoninproduktion. Und das Zeug, das scheint wohl dafür verantwortlich zu sein, ob man sich zu etwas aufraffen kann oder nicht. Quasi das körpereigene Kokain. Vielleicht sollte ich mal in der Apotheke nachfragen, ob man da nicht ein bisschen nachhelfen kann. In den 90ern waren Melatoninpillen mal kurzfristig der letzte Schrei. Vor allem in den Branchen, in denen man ewig jung und schön zu sein hat, egal wie lange die Party in der Nacht zuvor gedauert hat. Hat sich aber irgendwie nicht durchgesetzt, weil irgendwann mal jemand draufkam, dass Melatonin in Pillenform die körpereigene Produktion herabsetzt. Und jetzt altern einfach wieder alle ganz normal. Im Grunde genommen ist es... Hey, komm, nicht du schon wieder! Hey, ich hab's... Hey, lass mich endlich in Ruhe! Fuck! Natürlich jetzt nur so ein fiktiver Anfang für eine Sendung. Ich meine, ich bin weit davon entfernt, von Paparazzi verfolgt zu werden. Aber der Berufszweig, der ist existent. Da braucht man sich nur die Zeitschriften wie Gala, Die Bunte oder das Seitenblick im Magazin durchzublättern. Und nach den Zeiten der Vervielfachung der Medien von Talk und Reality und Society-TV-Shows, von Star Search und Soundpark und der Vervielfachung ihrer Zweitverwerter, ist es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, wann ihr Nachbar in irgendeinem Zusammenhang im Fernsehen zu sehen und für die seit Andy Warhol sprichwörtlichen 15 Minuten ein da ist. Auch wenn deren Prominenz dann natürlich nur so ein kurzzeitiges Phänomen ist und dem eigentlichen Sinn des Wortes Prominenz vom Lateinischen hervorragend nur bedingt entspricht. Aber auch bei angeblichen sogenannten A-Prominenten bin ich mir nicht ganz sicher, woher man dann denjenigen oder diejenige eigentlich kennt. Mir ist zum Beispiel die Prominenz von Menschen wie, meinetwegen, Marika Lichter ein Rätsel. Irgendwann mal war die aus irgendeinem Grund bei Starmania zu sehen und seither gibt's kaum noch eine Ausgabe der Seitenblicke und der Klatschspalten in den Zeitungen, ohne dass man dabei auf Marika Lichter stößt. Und jetzt gehört sie einfach zur High Society. Ich meine, ich weiß, dass sie mal Musicals gesungen hat, aber nach deren Qualität fragt heute niemand mehr. So wie die Arbeit unseres Herrn Finanzministers schon längst niemanden mehr interessiert. Den kennt man jetzt einfach nur noch als jemanden, der mit Fiona Swarovski Hand in Hand am Strand entlang spaziert. Die Frage, die sich da stellt, die ist meines Erachtens eindeutig. Wer oder was macht die Normalsterblichen zu Promis und wer macht die Promis zu Superstars? And we are here live in the studio with special guest Stroke. Everybody sees me, but it's not that easy. Standing in the light field, standing in the light field, waiting for some action, waiting for some action. Oh, but why won't you come over here? Why won't you come over here? Ich finde, aus einem Jemand wird ein Niemand, wenn er ein Superstar wird, in der Währung, die heute dafür gilt. Da wird also schwuppsdiwupps aus so heulenden
eben gerade noch arbeitslos und jetzt schon ein Niemand? In der Praxis sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Angefangen hat der ganze Wahnsinn, wie so vieles Wahnsinnige übrigens, in den 60ern. In Andy Warhols Factory. Da tummelten sich diverse A-Prominente, B-Promis und bis dato völlig Unbekannte. It was a place where creative people and weirdos and freaks got together and made art and made love and, you know. Unglaublich langweilige Filme sind ja da entstanden. Unsagbar langweilig. Das ist ganz toll. Wen haben wir denn da alles? Lou Reed, Nico und John Cale von Velvet Underground. Salvador Dali, Truman Capote, Eddie Sedgwick, Bob Dylan, Jim Morrison, Gerald Malanga, Marcel Duchamp, Mick Jagger, Paul Morrissey, Billy Name und dazu noch allerlei Transvestiten, Drogenabhängige und kinderreicher Eltern. Jedenfalls scheint es so gewesen zu sein, dass ein Ein- und Ausgehen bei der Factory die Eintrittskarte in die High Society war. Nicht anders als in früheren Zeiten der Adel am Hofe, neben der Kirche die Autorität im Staate. Und jetzt haben eben die Superstars und Celebrities diese Funktion zu erfüllen. Verstehen Sie, was ich meine? Die Politik, die Religion und die Familie, die haben als Autoritäten ausgespielt. Die Politik ist zu korrupt, die Religion ist zu weltfremd und die Familie zu kleinbürgerlich. Neue Leitbilder brauchen wir, die unerreichbar sind. Neue Vorbilder, die uns ein ideales Leben vorleben. Neue Idole, denen wir nacheifern können. Mein erster Superstar war Falco. Das war zum ersten Mal, dass ich begriffen habe, dass man etwas hört und dann irgendwo hinläuft. Dieser tolle Reflex. Ja, und auch so seinen Bildern. Frisurmäßig. Hat geklappt. Was wir brauchen, sind Superstars, die Lücken schließen, die frühere Leitfiguren hinterlassen haben. Ein Fußballspieler, eine Schauspielerin, eine Sängerin, ein Maler, ein Fernsehmoderator, eine Band, die das Potenzial haben, die Funktionen der Staatsoberhäupter, Generäle oder Helden zu übernehmen. Und die Dringlichkeit nach Stars besteht immer. Ich bin sogar mittlerweile zu der Überzeugung gelangt, dass die Anwesenheit von Stars in der westlichen Wertegesellschaft der einzige Klebstoff ist, der diese noch zusammenhält. Ich meine, worauf sollten wir uns noch verlassen, wenn nicht darauf, dass David Beckham als gut aussehender und gut freistoßschießender Fußballer die richtigen Rasierklingen benutzt? Und wie würden Frauen sonst auf die Wahl der richtigen Schuhe kommen, gäbe es keine Sarah Jessica Parker. Und wer könnte uns besser vor den Gefahren von AIDS warnen als Sexsymbol Robbie Williams? Und welche Nudeln beim Biller sollen wir wählen? Hätten wir nicht, naja, manchmal stimmt es dann vielleicht doch nicht ganz, aber jedenfalls leben uns diese Superstars vor, wie man sich verhalten soll, was man kaufen, tragen oder was man wegwerfen sollte. John Lennon hat mal gesagt, schau Joko, richtig berühmt bist du erst, wenn die Leute anfangen, deinen Müll zu durchsuchen. Verstehst du? Von den Schweizern, von meinen Schweizer Nachbarn ist mein Müll durchsucht worden. Da dachte ich auch, ich habe es geschafft, aber es war nur die Müllpolizei, weil man in der Schweiz bestimmte Müllsäcke benutzen muss. Also, das ist ein bisschen traurig, was der John Lennon da sagt. Ich glaube, der ist auch nicht dadurch berühmt geworden, durch seinen Müll, oder? Hat vor kurzem seinen 25. Todestag gefeiert. Naja, gefeiert ist wahrscheinlich in dem Zusammenhang übertrieben. Wir haben John Lennon gefeiert. Neben zahlreichen Biografien, Beatles-Filmen und Musik haben wir auch zum ersten Mal was Genaueres über seinen Mörder erfahren, der ihn vor dem Dakota-Gebäude erschossen hat. Mark David Chapman, ein Niemand, der unbedingt ein Jemand werden wollte und sich gedacht hat, wenn ich als Niemand einen Jemand erschieße, dann bin ich auch ein Jemand. Hat er geschafft. Ich bin gespannt, wann der nächste Niemand auf die Idee kommt, Mark David Chapman zu erschießen, um dann auch wieder Jemand zu werden. Berühmt sein, bekannt sein, etwas zu sein, was die Zeiten überdauert. Larger than life. Im Fall von John Lennon und seinem Mörder stimmt das sogar nicht nur im übertragenen Sinn. Dieses Celebrity-System, das wir heute haben, das funktioniert anscheinend oder auch vielleicht sogar besonders gut mit Toten. Wahrscheinlich, weil die sich nicht mehr beschweren können darüber, was in ihrem Namen so alles zu Geld gemacht wird. Marilyn Monroe, James Dean, Elvis Presley, John Lennon, Che Guevara, Charlie Chaplin, John F. Kennedy. Alles Idole, die in der heutigen Zeit noch immer Millionen Umsätze aus Marketing, Plattenverkäufen, Filmen oder Memorabilienhandel machen. I own Elvis's one-piece thing with the cape. I own that. I have it up in my living room. In a glass case. Yeah, I bought it. $850,000. Yeah, it was just like I had to do it, you know? Ich habe einen Brief von Hugo von Hoffmannsthal, den er an seinen Inselverleger geschrieben hat, dass er im Grunde eigentlich mehr Geld will. Den habe ich mal ersteigert. Der gehörte also eigentlich mal einem Star. Ganz zu schweigen von den kulturellen Echos, die diese Leute ausgelöst haben. Auch wenn die Begriffe Haare und Picasso vielleicht jetzt nicht gleich in einem direkten Zusammenhang stehen, der hat zum Beispiel Zeit seines Lebens seinen Friseur immer mit kleinen Zeichnungen bezahlt, anstatt ihm, was weiß ich, 90 oder 100 Francs zu geben. Das wäre dasselbe, als würden bekannte Popliteraten als Bezahlung irgendjemanden kleine Gedichte auf irgendwelchen Zetteln überreichen.